Hallo Volleyball-Freaks und die, die es noch werden wollen. Ihr habt eingeschaltet auf Volleyball-Freak, den YouTube-Channel für Volleyball und Beachvolleyball in Deutschland. Und in diesem Video gibt es wieder Basiswissen für euch da draußen, und zwar behandeln wir diesmal das Volleyballfeld. Was gehört alles zum Volleyballfeld? Da Frage gehen wir auf die Grund, weil es kann so aussehen, es kann so aussehen. Es gibt Schuhkartons wie diese hier. Ihr könnt es draußen spielen auf Rasen, und genau deswegen, weil es so viele Ausprägungen gibt, gehen wir mal der Frage im Grund, was gibt der Weltverband für Regeln vor und wie sieht die Spielfläche aus und das Netz und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder. Ja, legen wir los. Hier seht ihr jetzt einmal die Spielfläche eingeblendet in einer ganz simplen Form. Ihr seht abgebildet das Volleyballfeld, 9 mal 18 Meter insgesamt. Eine Feldhälfte dementsprechend 9 mal 9 Meter. In der Mitte, da seht ihr zwei Kreise an den Seiten von dem Volleyballfeld. Das soll die Volleyballpfosten darstellen, und in der Mitte wird dann das Netz quasi zwischen den beiden Hälften aufgespannt. Also so ein Spielfeld ist immer von Linien abgegrenzt. Eine Linie ist immer 5 cm breit, und man spricht im Prinzip an den beiden Enden des Feldes von der sogenannten Grundlinie. Die unterteilt einmal das, trennt das Spielfeld von der Aufschlagzone ab. Und die beiden Seitenlinien auf jeder Seite eben seitlich zur Freizone. Was passiert, wenn ein Ball auf die Linie fällt? Das ist eine häufige Anfängerfrage. Die Spielfeldlinie gehört zum Spielfeld. Das heißt, sobald halt der Ball nur minimal die Linie berührt, so als Schiedsrichter kann man immer so ein Indiz haben, sehe ich noch ein Stückchen anderes Fläche zwischen dem Ball und der Linie, dann ist er aus. Sehe ich jetzt nicht mehr, dann ist er definitiv auf der Linie gewesen. Und der Ball ist als innen zu werten. Hinzu kommt die Angriffslinie, wie eben schon erwähnt, die die Vorderzone-Hinterzone abtrennt nach 3 Metern. Und in der Mitte unter dem Netz befindet sich die Mittellinie. Und hier ist ein kleiner Fun-Fact: Da die Linien immer zum Spielfeld gehören, ist man, wenn man es genau genommen sieht, ein Spielfeld nicht 9 mal 9 Meter groß, sondern 9 mal 9,05 Meter. Weil eben die Mittellinie beiden Seiten gehört und deswegen dazu zu werten ist. Aber das ist nur Kleinigkeit, ist nicht kriegsentscheidend. In der nächsten Abbildung schauen wir uns die Maße an. Wir legen los, einmal mit der Vorderzone, die hatte ich euch schon gezeigt, die ist jetzt mit eingezeichnet. Das ist die Zone von der Mittellinie bis zur Angriffslinie, 3 Meter, und danach 6 Meter die Hinterzone. Direkt dahinter auf der jeweiligen Seite findet ihr die sogenannte Aufschlagzone. Die erstreckt sich einmal über die kompletten 9 Meter der Spielfeldfläche und nach hinten raus mindestens 3 Meter und maximal 8 Meter in der Tiefe habt ihr dann die Aufschlagzone, wo ihr dann Platz habt, den Aufschlag zu vollführen. Das ist immer je nachdem natürlich, wie die Hallengegebenheiten es hergeben. Ja, ihr habt nicht in jeder Halle 8 Meter Platz nach hinten raus. Wenn ihr zum Beispiel in einer Dreifelderhalle nur in einem Drittel spielt, habt ihr in der Regel so zwischen 3 bis 5 Meter. Ringsherum um die Spielfläche sind die sogenannten Freizonen. Auch die Aufschlagzone an sich gehört zur Freizone mit, wo der Ball natürlich auch weitergespielt werden kann, wenn er dahin fliegt. Da hört das Spielfeld da nicht auf, sondern eben ihr könnt da den Ball retten und wieder zurückspielen und dann übers Netz einspielen. Was hinzugekommen sind, sind die Verlängerungen der Angriffslinien. Die sind gestrichelt, insgesamt auf einer Länge von 1,75 m. Da werden wir später in der Abbildung noch sehen, die grenzen dann einmal die Wechselzone und die Libero-Austauschzone ab. In der nächsten Abbildung kommen die Komponenten für das Schiedsgericht dazu. Ihr habt einmal im unteren Netzpfosten ist ein Viereck dazugekommen, das soll den Schiedsrichterstuhl darstellen. Dort steht der erste Schiedsrichter erhöht auf seinem Podest und leitet das Spiel. Demgegenüber am anderen Netzpfosten ist jetzt hier nicht eingezeichnet, steht dann der entsprechende zweite Schiedsrichter und überwacht Netzaktivitäten von Blockspielern, übergetreten und so weiter. Dazu gibt es nochmal separates Video Aufgaben von ersten und zweiten Schiedsrichter. Werdet ihr dann demnächst in meinem YouTube-Channel finden. Und außerhalb der Freizone steht dann quasi der Schreibertisch, wo Schreiber und Schreiberassistenten das Spiel protokollieren und die Anzeigetafel quasi steuern. Weiter geht's zur nächsten Abbildung. Jetzt wird es wieder ein Stückchen komplizierter. Wir kommen einmal die Mannschaftsbänke dazu. Die stehen links und rechts vom Schreibertisch.
immer abschließend mit der Angriffslinie bzw. der Verlängerung der Angriffslinie. Und in der Regel sind das die ganz normalen Sporthallenbänke, die ihr kennt. Ab oberen Ligen sollten dann auch zwei Stühle für Trainer und Co-Trainer dastehen. Und ab zweiter Liga sind die Sportbänke komplett zu ersetzen durch 10 Stühle. Ja, und dann in den beiden äußeren Ecken seht ihr noch die Aufwärmzone. Die ist 3x3 Meter. Da sollen sich die Ersatzspieler während des Spiels aufhalten, wenn sie nicht gerade auf der Spielerbank sitzen. In der Regel stehen sie da und verfolgen das Spiel oder machen halt Mobi-Stabi-Übungen, um auf Betriebstemperatur zu bleiben. Ansonsten seht ihr noch die Auswechselzone jetzt eingezeichnet in der Verlängerung der Angriffslinie und um die Mittellinie auf der Seite des Schreibtisches. Dort finden die Spielerwechsel statt, das heißt, die Spieler treten in die Wechselzone ein, der zweite pfeift den Wechsel und wird durchgeführt. Dazu gibt es ein separates Video hier auf YouTube von mir, verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung, Spielerwechsel im Volleyball. Und auf der Hinterzone in der Verlängerung zur Mannschaftsbank seht ihr jetzt auch eingezeichnet die Austauschzone für den Libero. Zum Schluss kommt bei der Spielfläche noch jetzt die Straffläche hinzu. Die ist einmal 1 Meter und in der Verlängerung der Grundlinie hinter der Mannschaftsbank. Dort sollten in der Regel 2 Stühle nebeneinander stehen. Und das hat den Bewandtnis, wenn es halt doch mal Gelb-Rot in einer Hand gibt, also quasi eine Hinausstellung für einen Satz, dann müssen die Spieler, Trainer, whatever, da auf diesen Strafflächen Platz nehmen und dürfen nicht mehr am Satz teilnehmen. Gibt es auch ein separates Video davon, packe ich euch in die Videobeschreibung, wie Sanktionen im Volleyball funktionieren. Ja, bisher haben wir nur die Spielfläche betrachtet. Kommen wir nun zum zentralen Bestandteil eines Volleyballfeldes, das Netz. Ja, auf welchen Höhen wird überhaupt gespielt im Volleyball? Bei den Herren sind das 2,43 Meter Netzhöhe, bei den Damen 2,24 Meter und es gibt auch Mixteams, da spielen dann Frauen und Männer zusammen in einer Mannschaft. Dort wird auf einer Netzhöhe von 2,35 gespielt. Wo misst man die Netzhöhe? Ihr geht als erstes immer in die Mitte vom Spielfeld, haltet da optimalerweise einen 3-Meter-Zollstock dran und da muss dann eben die jeweilige Netzhöhe passen. Dann geht ihr an die beiden Außenseiten, da wo die Spielfläche oder das Spielfeld endet, haltet da dran, da darf maximal eine Toleranz von 2 Zentimetern herrschen. Das heißt also, jetzt am Beispiel der Herren, wenn in der Mitte 2,43 sind, dürfen es außen nur maximal 2,45 Meter sein. Ist das Netz da deutlich drüber, muss nochmal an der Netzanlage das Netz nachgespannt werden, damit dann eben auch diese Toleranz eingehalten wird. Ja, insgesamt ist ein Netz 1 Meter hoch, also das Netz an sich, und hat eine Länge insgesamt von 9,50 Meter bis 10 Meter. So, und davon wird es quasi außen aufgehangen an den Netzpfosten. Die stehen in einem Abstand von 0,5 bis 1 Meter von vom Spielfeld entfernt, optimalerweise. Manchmal so, und so, wenn ihr noch so sogar Schuhkartons spielt, habe ich es auch schon gesehen, werden die an die Wand festgemacht. Ist aber eigentlich nicht ein reguläres Volleyballfeld dann, weil unter anderem der zweite Schiedsrichter sich dann nicht sauber bewegen kann und jeweils auf die Blockseite wechseln. Geht es weiter? Wir haben eben schon, habe ich gesagt, die Netzkante wird gemessen. Das ist oben das weiße Band, was umgeschlagen ist. Und das ist 7 cm breit. Und das gleiche findet ihr auch unten an der unteren Netzkante. Da habt ihr auch ein weißes Band in der Regel. Und das ist aber nur 5 cm breit. In der Mitte vom Netz habt ihr quasi jeweils die Netzmaschen. Die haben eine Länge von 10 cm. Wenn ihr mal vielleicht internationale Volleyballspiele gesehen habt, kommt euch das nicht so vor, als wären das so normale Netzmaschen. Nee, die sind dann in der Regel auch ein bisschen enger. Hat die Bewandtnis eben, damit da die Sponsoren entlang der Netzfläche drauf gedruckt werden können und eben so im Bewegtbild und auf Fotos besser erkennbar sind, das Logo. Auch oben die Netzkante muss nicht immer weiß sein. Auch da können Sponsorenlogos drauf zu sehen sein. Das ist eine sehr beliebte Werbefläche, um eben Geld für das Team zu generieren, weil bei jedem Angriffsblockfotos hast du die Netzkante mit drauf.
Okay, gehen wir weiter. An den beiden Außenseiten, also an den Seitenlinien in der Verlängerung beim Netz, habt ihr die Seitenbänder. Die sind 5 cm breit, weißes Band und außen ein schwarzes schwarze Linie. Und dort reingesteckt werden die sogenannten Netzantennen. Die sind insgesamt 1,80 Meter lang. Das heißt also 1 Meter, die quasi vom Netz weg sind und oben ragen dann nochmal 80 cm raus. Die sind dann in der Regel rot-weiß gestreift, immer 10 cm. Hat die Bewandtnis, weil durch die Antennen der sogenannte Überquerungssektor abgedeckt wird. Was ist der Überquerungssektor? Die grenzen im Prinzip am Netz diese Spielebene ein, wo der Ball also vollständig durchgespielt muss. Wenn ein Ball aber eben die verdachte Verlängerung der Antenne oder die Antenne direkt berührt, wird es als Fehler abgepfiffen. Ja, also man darf zum Beispiel den Ball im einfachsten Fall nicht außerhalb der Antenne da lang spielen, sondern er muss immer innerhalb des Überquerungssektors lang gespielt werden, was diese Abbildung, die ich euch hier eingeblendet habe, auch nochmal verdeutlicht, was Fehler sind und was nicht Fehler sind. So, noch ein paar letzte Begebenheiten, die rund um das Spielfeld, Spielfläche, die ich noch nicht genannt habe. Einmal, offiziell muss eine Halle 7 Meter hoch sein. Hat man in der Regel in den unteren Ligen nicht. Die haben dann von den jeweiligen Staffelleitern wahrscheinlich eine Ausnahmeregelung oder Genehmigung bekommen. Ja, insgesamt bei offiziellen FIVB-Wettbewerben sollte eine Beleuchtung von 1000 bis 1500 Lux vorherrschen. Sagen wir so, in normalen Sporthallen haben wir das nicht, aber es wäre natürlich wünschenswert, um eben bessere Fotos zu schießen. Und die Temperatur bei einem Volleyballspiel sollte nicht niedriger als 10 Grad in der Halle sein und nicht höher als 25 Grad. Ansonsten sind wir jetzt auch schon wieder am Ende mit meinem Volleyballfeld-Video. Freut mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen was lernen können. Abonniere den Kanal, damit du auch weiterhin Videos von mir bekommst. Ich würde mich freuen. Ich würde gerne wissen von dir, was war so jetzt bis jetzt die schlimmste Halle, in der du mal spielen musstest? Und schreib das einfach unten in die Videokommentare. Auch gerne weitere Themenwünsche unten in die Videokommentare. Bis dahin, sage ich jetzt mal, tschö, euer Volleyball-Freak Steffen.